In diesem Video gebe ich dir 5 ChatGPT-Tipps, die du auch in der kostenfreien Version nutzen kannst. Und du wirst damit viel bessere Ergebnisse erzielen. Tipp Nummer 1. ChatGPT beinhaltet Chat im Namen. Daher nutze ChatGPT nicht wie Google, also nur mit einer einzigen Frage und schauen, was Ergebnisse kommt, sondern chatte mit ChatGPT wie mit einem Experten. Also nehme den ersten Prompt nur als Startpunkt und mit den Folgeprompts und Fragen optimierst du oder ergänzt du die Ergebnisse bis zu deinem gewünschten perfekten Endergebnis. Tipp Nummer 2. Nutze die Spracheingabe deines Computers oder Handys, um mit ChatGPT zu interagieren. Damit bist du noch schneller und noch effizienter und du kommst auch in diese Chat-Interaktion noch viel besser rein. Tipp Nummer 3. Sage ChatGPT, in welchem Kontext und welcher Rolle es agieren soll. Damit werden die Antworten noch mal besser. Du machst das zum Beispiel, indem du ChatGPT sagst, agiere als Copywriter mit Schwerpunkt Social Media Texte. Damit weiß natürlich ChatGPT ganz genau, in welcher Rolle es agieren soll. Oder als anderes Beispiel, agiere als Immobilienmakler mit 8 Jahren Erfahrung im Berliner Immobilienverkauf. Und dann schreibst du den Prompt oder stellst deine Frage. Tipp 4. Lass ChatGPT die eigenen Antworten und Ergebnisse nochmal kritisch hinterfragen und optimieren. Das machst du, indem du sagst, gehe deine vorherige Antwort und Ergebnis nochmal kritisch durch, hinterfrage die Antwort und verbessere gegebenenfalls die vorherige Antwort. Das ist es, was du ChatGPT sagst. Du kennst das von dir, das erste Ergebnis ist nicht immer das Beste. Und deswegen bekommst du dadurch nochmal viel bessere Ergebnisse. Last but not least, 5. Tipp, formuliere bitte präzise, was du erreichen möchtest. Beispiel, wenn du sagst, erstelle mir eine Überschrift für ein YouTube-Video zum Thema KI im Business, dann ist es schon gut, aber füge bitte noch hinzu, was du dadurch erreichen oder bewirken möchtest. Zum Beispiel gibst du ChatGPT dann folgende Anweisung: Erstelle mir eine Überschrift für ein YouTube-Video zum Thema KI im Business, die Unternehmer motiviert, auf das Video zu klicken und sich dies anzuschauen. Dadurch weiß natürlich ChatGPT noch mal viel besser, was und wie es dann diese Überschrift formulieren soll. Ich hoffe, du fandest diese 5 Tipps hilfreich. Hinterlasse gerne ein Like oder kommentiere, welche dieser 5 Tipps dir am besten gefallen hat und abonniere gerne meinen Kanal. Viel Spaß wünsche ich dir bei der Umsetzung und bis bald hier auf diesem Kanal. Dein Michael.